Willkommen zurück zu Minecraft. Und wieder mit dabei ist die Tani. Yay! Yay! Die Emo-Tani, die sich in die Ecke gekrochen hat. Was denn? Au. Ja. Dann komm doch mal raus aus deiner Ecke da. Yay! Yay! So, und was hast du jetzt geplant noch? Ja, geplant. meinen Berg besiedeln, wa? Ja, der sieht schon ziemlich imposant aus. Besonders mit dem einen großen Berg da oben drauf, der einfach so, wow, weißt du? Ja, der ist schon krass. Der ist richtig Hammer. Gut, dann repariere ich mal in der Zeit kurz das Feld. Mhm. Wenn du Kakao brauchst, du hast ja jetzt eine Plantage. Genau. Da könnte man noch einzäunen. Das wäre noch eine Maßnahme. Ja, das könnte ich eigentlich gleich mal machen. Mhm. Habe ich was zu tun und so. Außerdem wolltest du ja noch eine Truhe in die Küche tun. Eine Truhe in die Küche, stimmt. Das kann ich jetzt auch mal endlich tun. Für Essen und so. Also Essen auch reintun. Ja, 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 ich verstehe. Da haben wir Holz. Fichtenholzbretter nehmen wir mal dafür. Ja. Damit die auch mal eine Verwendung haben. So. Eine Truhe. Dann wollte ich eine Sense mitnehmen. Hacke, was auch immer. Was? Sensehacke? Sensehacke. Ach nee, die ist ja auch hinüber. Ist kaputt hier. Kaum nimmt man mal mit ihr auf, schon ist das gesamte Inventar einfach für die Katze. Ja, das ist so, ne? Es ist, ne? Also, wenn ihr mal mit ihr aufnehmen wollt, dann macht euch auf etwas gefasst. Gefasst. Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Das ist, Ganz furchtbar. Einfach furchtbar. Nein. Oh, ist mein Headset aber laut? Wieso ist dein Headset denn so laut? Ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich irgendwie dagegen gekommen. Jetzt ist es immer noch so. Warte. Bitte warten Sie, es wird dunkel. Ist euch ja eigentlich sowieso egal, sieht ja nicht mir zu. Aber mir. Ja. Und es wird dunkel. Ich leg mich mal gleich schlafen hier. Ich komme zu Hause an, ging kurz raus, dann ist schon wieder dunkel. Ja, ist furchtbar, ne? Immer das gleiche hier. Oh Mann. Und dann so ein paar Folgen später, wenn ich dann nicht mehr mit dir aufnehme, dann finde ich dann noch so 300.000 Lücken so in Wänden und sowas, was ich alles noch irgendwann reparieren muss. Ich dachte schon, dass ich dann wieder das gewesen sein soll. Nein. Du setzt nur einfach mal so einen Block mit Holz ins Lager aus. Legst du dich nicht hin? Ja, ich wollte eigentlich Setzlinge und so. Da waren aber keine. Und naja, wusste ich ja nicht. Schweinebrei, ey. Ist fast wie Matt. Ja, gibt's nicht mehr. Nee. Seid eben gerade nicht mehr. Ja, richtig. Mal gucken, wie lange sie jetzt Vegetarierin ist. Nee. Du hast die Falte offen. Ich traue dir das durchaus zu. Hm? Ja. Aber man weiß ja nie. Das ist eine tolle Argumentation gerade. Ja, das mache ich öfter mal. Mhm. Das weißt du doch. Hervortretend. Ja. Na, liegst du schon? Weiß nicht. Hm. Und jetzt? Weiß nicht. Hm, okay. Yay! Offensichtlich hat sie es getan! Oh mein Gott! Was macht eigentlich die Katze jetzt da? Die sitzt doch schon die ganze Zeit. Achso, die war aber mal da drüben. Ja, jetzt ist sie es nicht mehr. Okay. Truhe wollte ich da platzieren. Dumm. So. Dann... Oh, alles lässt du auf hier. Weißt du, ich bin doch noch hier drin. Ja, aber das Gatter zum Kamörchenfeld war auf. Ja, das war das Schaf. Ja. Das kann jetzt Zäune öffnen, genau. Ja. Es war lange genug da eingesperrt. Hab ich noch. Ich weiß nicht. Das ist hervorragend. Im Hintergrund mal wieder für Sie World of Warcraft. Wurf. Deine Baum will nicht wachsen. Wieso will er denn nicht wachsen? Keine Ahnung, ich habe schon 3 Millionen Knochenmehl drauf getan. Hier auch. Ja, vielleicht ist da zu schattig oder sowas. Ist nicht. Da ist gar nichts drüber. Okay. Och, dann halt nicht, ihr blöden Bäume, ey. Die blöden Bäume. Jetzt bin ich aber beleidigt. So, Zäune. Hab ich. Und auch meine Notfällung hier. War nicht erfolgreich. Ja, für... Ach so. Ich verstehe. Für ne? Setzlinge und so. Ja, schon klar. Mhm. Nee, gab's keine. Okay. Und ich muss ja wieder in den Wald. Schon wieder? Würde gehen, aber muss nicht.
Ja, okay. Ich sehe gerade, ich muss hier ein bisschen Terraforming machen, damit ich auch einen Zaun um das Ganze... Aber das kannst du doch gar nicht. Ja, deswegen ja. Das ist problematisch. Aber ich krieg da schon irgendwie hin. So. Die Schaufel zücken und dann geht's auch schon gleich weiter. Yeah! Terraforming! Ich kann sowas nicht. Deswegen sieht meine Welt ja auch so furchtbar aus. Ja, außer die Stellen, die ich ausgebildet habe. Außer die Stellen, die du gemacht hast. Das ist gut. Da sollte ich mir mal ein Beispiel dran nehmen. Ja. Ne? Sowas möchte ich auch können. Hier muss das sein. Okay. Ich hau dich mit Karotte, ey. Du haust dich mit Karotte? Nee. Das ist aber doof. Den Laub. Ach so, der, die das Laub. Ich verstehe. Dem Laub auf der Straße. Das ist böse. Das ist ganz böse. Weißt du? Das ist böse. Ich? Nee. Ja? Laub. Laub, ja, genau. Laub auf der Straße, ne? Furchtbar. Aber nur ein Laub. Nur das eine. Wenn zwei sind, dann ist okay. Oh, nirgendwo sind Setzlinge. Nein, ich habe einen Zaun zu wenig und sowieso ein Gatter. Was sind das für Bäume? Die sind total nicht überlebensfähig eigentlich. Tja, dann würde ich mich mal beschweren bei der örtlichen Minecraft-Behörde. Kriegst du wenigstens? Ja, immerhin. Ist ein Anfang. Ich habe immer noch zu viele Zaungatter, ich weiß gar nicht wohin damit. Dann mach einen Zaun aus Zaungattern. Ein Haus aus Zaungattern. Du hast mir eigentlich immer noch nicht die Holzfällerhütte gezeigt. Die ist im Wald. Ja, welcher? Den du gepflanzt hast. Welchen? Den Eichenholzwald. Okay. Gar nicht zu übersehen. Der Wald? Sowohl als auch. Doch, vorbei. Dann sieht man den ganzen Wald nicht. Ja gut, das stimmt natürlich. So, Truppi da. Dann gehe ich gleich mal auf Tour. Tour, nicht Tür. Tür. So französisch, weißt du, so Tür. Le Tour de France. Das heißt aber da auch Tour, aber egal. Ist mir egal. Das geht im Prinzip. Wirklich, ja. So. Baum, wachse, ja. Ich könnte natürlich. Ach, ich bin ja doof. Wachse. Muss ich da nochmal runtergehen und nochmal einen Zaungatter holen? Wachse. Das ist die falsche Truhe. Wachse. Kann nicht. Nicht. Also jetzt schon anderen Dings. Meinst du? Ich bin mir da nicht so sicher. Ja, kommt man da auch rein? Wo denn? Ja, von der einen Seite. Beziehungsweise wenn du über die Blöcke natürlich geht das auch. Kaka. Und jetzt hier gleich von dieser Seite geht das auch. Kaka. Du hast doch so viele Gatter. Ja, deswegen, ja. Kann man selber dran denken? Nee, bloß nicht. So. Sind zwei Gatter hier drin. Hier ist ein Eichenwald. Nein, das war doof. Nie hört dieser Wald auf einmal auf. Das ist unschön. Nein. Wo denn? Ja, da so an der Küste, ne? Ach so, ja. Da hatte ich auch überlegt, ob ich da einen Hafen hinbaue. Mit dem Schiff. Oh, ich habe die Hütte gefunden. Du hast die Hütte gefunden? Die sieht hüttig aus. Also, den Hafen wollte ich eigentlich auf der anderen Seite machen, da den Eichenwald nicht gepflanzt habe. Ah, weißt du? Ja. Ich dachte gerade, ich mache was ganz Schlaues. Und habe geklickt, dann wollte ich durch die Tür gehen. Und dann? Naja, das Klicken hat verursacht, dass die Tür zugegangen ist. No, schön. Ja. Ja. Und was ich hier hinbaue, keine Ahnung. Irgendwo muss ich ja auch noch das Aquarium hinbauen. Aquarium. So, was hältst du von der Idee von einem Hafen mit einem Schiff davor? Ja, geht so, ne? Geht so? Macht ja jeder. Achso, ja gut, stimmt auch wieder. Warum haust du das Laub? Das hat ja nichts getan. Sitz links, gedöns, Dings. Hababab. Ich dich auch hababab. So. Meinst du? Ja. Hast du was dagegen, wenn wir hier so ein paar Eichenbäume noch mit hinmachen? Eichen? Ja, eigentlich schon. Okay.
Weil dann geht man nämlich hier so dann durch und dann ist so links und rechts so Eichenbäume und geht natürlich auch links. Ach so, so eine Allee. Ja, ja. Aber Birken wären doch viel schöner dafür. Meinst du? Mhm. Für eine Allee sind Birken auf jeden Fall viel schöner. Und dann gucke ich mal, ob ich Birkensetzlinge noch habe. Dann mache ich das. Obwohl eine Allee so zur Fabrik ist irgendwie auch... verkehrt. Ja. Aber ist ja deine Welt. Ja, deswegen tue ich das da jetzt auch nicht hin. Das mache ich dann für irgendwann anders. Bam. Weißt du? So irgendwann anders halt. Verstehst du, ne? Ich glaube, ich töte die Baum gerade für ganz umsonst. Der hat gar keine Setzlinge. Keine Setzlinge. Oh nein. Nein. Weniger gut. Ganz schlicht. Was habe ich noch im Winter? Ach, das kann ja auch alles weg. Muffel. Ich glaube, ich gehe nochmal in den Tropenwald. Kannst du mitkommen? Ja, kann ich machen, ja. Wenn du mich nicht wieder die Schlucht runterschiebst. Du bist gesprungen. Ich bin voll nicht gesprungen. So, wo bist denn du? Bei meiner Karotte. Die ist in deiner Hand. Ja. Also. Und wo bist du so ortschaftsgemäß so? Geografisch gesehen? Geografisch gesehen. Hinter den Schweinen. Okay, dann komm mal her. Hinter den Schweinen. Ja, ich weiß aber nicht, wo du bist, also nein. Ja, guck mal Namensschild und so. Hi. Hallo. Hi. So, auf in den Dschungel. Und da willst du jetzt noch Setzlinge holen, oder? Ja. Okay. Habe ich noch eine Axt? Ja, natürlich habe ich eine Axt. Ich kann es nicht übers Herz bringen, meine Bäumchen zu töten. Ja, das kann ich verstehen. Ich werde auch darauf achten, dass ich die nicht allzu viel töten werde. Ne? Mhm. Und du läufst immer schön bei Fuß hier bei mir, ne? Nicht so viel abseits. Wie immer. Wie immer eigentlich, ja. Also, bis später. Wo bist du? Nein, Gott. Oh Gott. Nein. Meine ich doch gar nicht ja, so. Ja, das weiß ich doch, hoffe ich. Ah. Ich hab dich Schaden machen gehört. Guten Deutsch. Ich bin voll schnell. Ich weiß ja, dass ich nach Westen laufen muss jetzt. Ja, du lernst ja dazu. Na, wenn man nämlich auf dem Rückweg nach Osten laufen muss, dann muss man auf dem Hinweg in die andere Richtung. Richtig. Du verstehst das ja. Richtig. Mal gut, dass ich so eine Karte habe. Manche sehen sowas ja als Cheaten. Cheaten mit SCH und mit EE. Ja. Ich sehe das jetzt nicht unbedingt als Cheaten. Ich auch nicht. Ich habe ja auch schon mehrfach erwähnt, ich habe halt grundsätzlich die Minimap eigentlich nur eingeführt, weil ich das halt so gewohnt bin vom WoW. Oh ja, das ist gemütlich. Also, wenn dann noch die Quests angezeigt würden hier. Genau. Da ist man halt immer so, man guckt dann immer so nach oben rechts und denkt, da ist eine Karte und da ist da immer keine und jetzt ist da eine, Gott sei Dank. So. Wo bist denn du? Bist du schon im Dschungel? In dem einen Baum, ja, ich denke schon. Ja, gut. Weiß nicht genau. Bin doch. Nicht so gut. Oder? Es ist auch interessant, dass hier überall zwischen den ganzen Dschungelbäumen diese normalen Bäume sind. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Doof gelaufen, ne? Ja. Das ist Erde, das ist Baum. Den Baum muss ich hauen, nicht die Erde. Hallo Baum! Hallo Baum! Oh Mann, was der dazu sagen wird. Und es wird wieder dunkel. Yay! Toll. Aber, wenn ich mich richtig erinnere. Obwohl, da steht dann sowieso nur ein Bett, ne? Ich weiß es nicht. Alter. Ja, da stand sogar dran, sozusagen, an dem Baum. Ja, ich bin Tropenbaum, stand ja, da dran. Ja, also wir hätten hier ne? auch eine... Aber wirklich. Und dann? Mit dem kaputt und nee. Nee, dann nicht so. Dann habe ich dann auf einmal Eichensetzlinge in der Hand. Nein. Doch, doch. Wow. Ja, ist scheiße, ne? Das finde ich auch. Und es ist Nacht. Und hier ist sogar eine Höhle, wo ich mal ein paar Folgen lang übernachtet habe. Ein paar Folgen lang übernachtet? Naja, mehr oder weniger. Also ich war da mehrfach mal, um da dann schlafen zu gehen und sowas. Weil ich hier halt auf Katzenjagd war. Oh. Hier bei dem See. Du? Ja, unter dem einen schwebenden Laubgebilde. Oh, unter dem einen schwebenden, ja, ich weiß ganz genau, wo du bist. Ja, was soll ich denn sonst sagen, damit du weißt, wo ich bin? Ja, keine Ahnung.
und ich warte, bis da was runterfällt. Weil ich ja offensichtlich nicht erkennen kann, was Tropenbaum ist und was nicht. Ja, das ist ein bisschen doof, ne? Ich holze hier auch schon die ganzen Tropenholzbäume ab, damit halt dann die Dingers kommen, die du dann drüben einpflanzen kannst. Ich könnte auch einen Kackstift bauen. Du könntest auch einen Kackstift bauen. Das klingt voll scheiße. Ja, das klingt total scheiße. Lass das mal lieber. Ich setze die Idee trotzdem um. Auf einem Baum baue ich mir jetzt einen Kackstift. Okay.